Das ist der Music Talk auf DMD2, ProducerTune, hitparade.ch und trespass.ch an dieser Stelle auch. Wieder einmal für euch am Mikrofon der Alex, die Bettina, die hat heute frei und darum kommt sie jetzt nächstes Mal wieder. Und wir machen eben unsere Interviews jetzt ab und zu ein zweites Hoch. Immer der eine oder der andere, hinter oder vor der Kamera. Und natürlich immer vor der Kamera und im Scheinwerferlicht mit uns ein herzliches Re-Willkommen, Veronika Fusaro. Hey, Veronika. Merci vielmals. Hey, es ist schön, bist du da. Wir haben Glück gehabt. Du bist ja, wir wissen eigentlich gar nicht genau, wo du bist. Du bist überall irgendwie, auf der nicht einmal in der ganzen Schweiz, auf der ganzen Welt. Ein bisschen, ja, ein bisschen dort, ein bisschen hier, ein bisschen überall. Erst kurz durch Indien und jetzt aber ein paar Tage in der Schweiz. Wann warst du in Indien gewesen? Letzte Woche. Eben, das ist bei normalen Menschen ist das so. Also vor 3 Jahren waren wir hier in Indien und er und du warst letzte Woche in Indien. Wow. Und jetzt stelle ich mir vor, beim Zurückkommen war es nicht so her mit dem Jetlag wie beim Herrenflug, oder? Hey, beim Herrenflug war es Chaos wegen meiner Flug. Ja, mein erster Flug hatte eine Verspätung gehabt, entsprechend habe ich den zweiten Flug nicht verwutscht in Istanbul, der Connection Flight. Und entsprechend bin ich auf Oman gekehrt und dann auf Mumbai. Und ich war sowieso tot müde. Von dem her ist, glaube ich, Jetlag. Es ist, ich bin echt so oder so. Das ist nicht das kleinste Problem. Ja, von, genau. Okay. Also, wir müssen schnell kurz rekapitulieren. Veronika Fusaro, wir kennen uns schon ein Zeitchen inzwischen. Kann man sagen, du in deiner jungen Karriere, das kann man glaube ich schon noch sagen. Auf jeden oder? Fall. Im Fall frisch aus dem Office. ja, gut, eben. Aber, ja, genau. Also, wir haben uns ganz, aber gleich, das ist 2 Jahre her. 3 Jahre. Vielleicht 3 Jahre her, wo du das erste Mal so eine legendäre akustische Session hier hast gemacht. Schon dann haben wir das Gefühl gehabt, die hat das Potenzial, legendär zu werden. Merci. Und nachher haben wir ein paar Mal haben wir noch die Konzerte erlebt und so. Und ja, da ist vieles passiert. Es sind EPs rausgekommen. Du hast es immer wieder ein bisschen warten. Und jetzt, heute, ist ja wie klar, du kommst nicht nur daher, um etwas über deine Reiseerfahrungen zu berichten, sondern du hast natürlich ein Album im Gepäck oder eine EP. Genau. Und während das letzte noch hat geheißen, also das vorletzte, war Ice Cold gewesen. Ist ja, glaube ich, auch im Winter rausgekommen. Im Februar von. Im Februar, gell? Ja, die, ja, aber Ice Cold. Ganz blaues Cover, ich weiß nicht, ob das noch mal erinnert. Mit ganz, ganz vielen bekannten Songs drauf. Jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden, gell? So kann man es sagen. Mal. Also schon mal der Titel, Sunkist. Genau. Wir sehen übrigens hier im Hintergrund, nicht scharf, weil sonst wäre Veronika in Rundschau, das geht ja gar nicht. Aber ihr könnt ja das abladen und kaufen. Ist sie schon draussen, gell? Ja, genau. Seit dem 4. Oktober ist die draussen und überall erhältlich. Und jetzt ist das ja einerseits mal, es ist ein bisschen wie Kehrseite vor der Medaille, respektive vielleicht Yin zum Yang. Also jetzt haben wir Ice Cold gehabt mit 5 Tracks, jetzt haben wir Sunkist mit 5 Tracks. Und da haben wir gewisse Parallelen, andere Titel, viel wärmere Farben hier. Was ist sonst noch anders auf diesem Album? Oder Sound ist die Vision vom Ganzen, ist wirklich die Wärme gewesen. Entsprechend auch Sunkist. Das Gefühl von der Sonne, die im Februar eben zum ersten Mal in der Schweiz umarmt. Also ich habe das Gefühl, im Februar ist so der erste sonnige Tag bei uns. Mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Die Sonne wieder über die Stockhorn scheint und so endlich wieder, oder was genau. Auch immer. Ja, voll. Ja. Voll die Tuner unter uns, was jetzt, ja, was genau. Wir meinen. Man kann ein bisschen nostalgisch sein. Genau. Ja, voll. Und entsprechend auch Sounds. Also ich habe mich sehr fest mit echten Instrumenten auseinandergesetzt und mit dem Sound in die soulige Welt einfach einzutauchen, viel tiefer und entsprechend ist auch dort Wärme zu spüren. Also der Opener, der kommt einem so, im ersten Takt kommt einem so, kommt der Soul entgegen. Oder? Wobei ich jetzt nicht würde sagen, dass vorher du nicht Soul hättest in deiner Musik oder in deiner Stimme, aber du hast doch schon eine Reise gemacht, oder, musikalisch. Es ist, ich glaube, es ist schon der Fakt, dass ich halt vorher, es ist schon elektronischer geprägt, sagen wir so. Im Sinne von, ich habe viel mehr im Keller gemacht und der Produzent hat dann einfach an dem geschliffen und ich bin eher noch in dem Elektronischen gewesen, einfach, obwohl es nicht elektronische Musik ist, weißt du, was ich meine? Es ist nicht ein EDM oder so gewesen. Nein. Aber einfach, ich glaube, auf dieser neuen EP, auf dieser neuen CD, habe ich alle Songs mit der Gitarre oder mit dem Piano angefangen zu schreiben. Und
entsprechend haben sie, glaube ich, das Organischere dran. Weißt du, was ich meine? Ich habe nicht mit einem Sound angefangen bei diesen Songs. Und bei Rice Cold EP habe ich bei meinem oder anderen Song mit einem Sound angefangen, genau, wo ich dran getüftelt habe. Ja, ja, ich hatte das Bild noch im Kopf, wo wir mal bei dir im Keller waren. Oh. Und wo es wirklich Videoaufnahmen gibt, wo du wirklich so am Tüfteln bist, oder? So mit diesen Soundcollagen. Und wie ist jetzt Angst? Also, wie hat jetzt das Songwriting angefangen? Also klar, du hast gesagt, Gitarre, Klavier, aber hat sich der Songwriting-Prozess ausser mit den Instrumenten auch verändert jetzt über die Jahre und über die EPs? Ich glaube, der Prozess selber nicht unbedingt. Ja, für die EP habe ich alle Songs selber geschrieben. Bei anderen habe ich auch zwei Collaborations, also einfach habe ich mit anderen zusammen geschrieben. Genau. Aber bei denen habe ich wirklich alle selber geschrieben und entsprechend bin ich viel im Keller gewesen. Also dem hat sich nichts geändert, okay. Bin ich wirklich daheim gewesen und back to the roots, blöd gesagt, ein bisschen, wo ich alles angefangen und alles. Und nein, der Prozess selber nicht, weil ich habe immer noch, ich fange an mit einem Satz, mit einer Melodie, die ich im Kopf habe, die ich mir irgendwo aufgenommen auf dem Handy oder aufgeschrieben. Und nachher bringe ich es eben zurück in den Keller, tue die Türen zu, tue die Welt ausschliessen heute und bin dort für mich alleine und kann die Songs schreiben. Aber eben, jetzt hast du mehr Gitarre oder das Klavier, und dann entwickeln sie sich so. Genau, voll. Und da ist immer noch zuerst der Text oder ist eine Melodie oder ist das unterschiedlich? Das ist unterschiedlich immer noch. Das ist wirklich meistens habe ich wirklich so zwei Sätze oder so, die mir mega gefallen. Mhm. Und dann fange ich so die kleine Skizze. Dann fange ich es einfach ausmalen und mehr Details herzuzeichnen und Farben hinzuzufügen und Sounds und Ideen rein zu produzieren. Arrangementmässig und halt das Bild anfangen malen, bis es am Schluss eine Szene ist. Schön, dass sich eigentlich im Verhältnis, also es ist jetzt gleich eine Zeit passiert, oder? Es ist einiges passiert da, oder? Auch bei dir eine Weiterentwicklung, aber gleich, also eben das Grundsätzliche, das hat sich nicht wesentlich verändert. Voll. Das ist mir mega wichtig auch. Also, dass ich eben nicht aus der Welt gegangen mit anderen geschrieben, dass ich wirklich einfach für mich alleine kann sein. Mhm. Und ja, halt, ja, also das, was sich am meisten verändert, ist echt die Anzahl Konzerte, die ich gespielt habe. Letztes Jahr habe ich 136 Konzerte gespielt und entsprechend kommt schon seltener zu. Viel. Ja, schon. Es ist okay. Das ist unglaublich. Ja, also das ist unglaublich viel. Also. Boah. Also wir sind viel unterwegs, auf jeden Fall. Klar. Dann würde ich wahrscheinlich das Soziologiestudium mal auch ein bisschen ruhen. Das habe ich auch gemacht. Ich weiss. Mut zum Lücken. Naja, du hast ja genug Soziologie, wenn du in fremde Länder gehst und verschiedene Kulturen lernst kennen. Das ist quasi so wie ein integriertes Praktikum. Vielleicht hätte ich das sogar angerechnet. Müsstest du mal fragen. Ich kann nicht die mitnehmen. Zum ja, ob es irgendwelche ECTS-Punkte gibt. Oder so. Ich fände es sehr cool. Ja, wie viele Semester hast du jetzt gemacht? Oder wie viel hast du noch vor dir? Also, es kommt im Fall mega darauf an, wie ich die Punkte verteile. Aber ich glaube, wenn ich wirklich dran hocken würde es noch ein Jahr gehen, okay. Und noch die Bachelorarbeit. Zum Bachelor, ja. Ja, voll. Ja gut, das machst du irgendwann noch. Voll. Es ist ja wichtig, wenn man noch einen anständigen Beruf hat nebenbei, oder nicht? Weiss nicht. Ja, ich weiss. Das ist ein bisschen kokettiert. Naja. Vielleicht noch wegen der Tournee. Du hast vorhin gesagt, auch wegen Songwriting im Keller und so. Du bist ja wirklich auf viel auf Tournee gewesen. Du hast ja die 100, wie viel? 40? 136 Gigs. Ja, aufgrund. Die hast du ja nicht nur in der Schweiz gemacht, da gab es wahrscheinlich gar nicht so viele Locations. Also, das heisst, du warst viel im Ausland gewesen, ja. Und auf Tour schreibst du nicht? Mal, aber nicht à la... Nicht à la Keller? Ja, also nicht à la... ich schreibe jetzt den ganzen Song. Okay, einmal, Anfangsjahr war ich mit Miguel Cherry auf Tour gewesen, in Frankreich. Ja. Und an meinem Geburtstag hat... habe ich zum Ausgeburtstagsgeschenk von meinem Manager einen Tag im Studio bekommen. Okay. Und das war cool. Dann war ich halt wirklich in einem anderen Studio, nicht bei mir daheim auch speziell. Okay. Und dann bin ich zum wirklich Ausdüfteln von einem Song gekommen. Okay. Aber also beim Eingleit Jay warst du im Studio? Nein, es war irgendein Studio in Nancy. Nancy, Fancy, Dancy. Nancy, ja, in Frankreich. Okay. Ja gut, also mit Miguel Cherry im Studio wäre ja auch noch nicht das Letzte, ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist ein cooler. Ja. Seine Band ist auch super, sie machen gute Musik. Ich finde seine Schwester auch sehr cool. Ja. Aber die ist älter als der Eingeleit, nenne. Das weiß ich nicht. Ich glaube es. Hast du gewusst, dass sie eine Tochter hat, die jetzt mega Erfolg hat? Mabel heisst sie.
Mabel, nein. Ist das Stage Act, Mabel? Ja, oder Mabel also Cherry? Heisst, oder? Ja, nein, Mabel heisst Mabel. Sie. Ja, voll. Aber es ist voll in diesem Pop, Bubblegum Pop. Ja, es ab. Gibt ja noch viele Musiker, die ihre Sprösslinge extrem erfolgreich sind. Sting zum Beispiel. Und so. Aber ja. Cyrus-Familie. Ja, genau. Also gut, über deine musikalische Familie Roots haben wir ja schon mal diskutiert im letzten Interview. Ich werde noch ein bisschen auf die Songs sprechen kommen. Du hast drei Songs mitgebracht, Veronika, und die könnt ihr jetzt auch noch hören. Der erste ist Lie to Me. Und das ist, ich habe den im Mai das erste Mal gehört, mit einem Gig von dir. Und da dachte ich, hey, das ist genau so ein Hit. Das ist einer von diesen Songs, die du einfach eins können. Das ist, okay, ist wie Zucker, da ist irgendwie. Da geht eben die Sonne auf, oder? Da bist du wirklich gerade Sunkist. Kannst du etwas zu dem erzählen, wie der ist entstanden, was das bedeutet? Das ist einer von den ersten Songs, die ich geschrieben habe, als er auf die EP kam. Da habe ich vor 2 Jahren oder so geschrieben. Und es war ein recht langer Prozess. Ich habe der Chorus hatte und hat mir mega gefallen, aber irgendwie keinen passenden Verse gefunden. Das hat mich dann genervt, dann habe ich es auf die Seite da und dann habe ich es wieder gefunden und dann so, okay, so schlecht ist es nicht, jetzt müssen wir mal anfangen, darum intensiver daran arbeiten. Und ja, voilà. Ja, das ist ein älterer Song, den ich einfach noch nicht veröffentlicht habe. Okay. Und es geht darum, dass man manchmal froh wäre, wenn man nicht die Wahrheit hören, sondern belogen würde, oder? Voll. Das ist eine. Das ist eine Ansicht, die ich auch hatte beim Schreiben. Dass die Welt sowieso voller Lügen ist. Darum bitte, lass mich doch irgendetwas spüren. Ja. Lüge mich an, was auch immer es braucht, aber bitte lass mich etwas spüren. Lass mich etwas spüren. Auch wenn es nicht die Wahrheit ist, aber voll. Im Moment wäre es besser, einfach das zu spüren, was ich gerne spüren möchte. Wobei eben, ja, es ist dann eher für später entsprechend auch manchmal. Vielleicht ist es eine kurzfristige Lösung, aber ja. Das weiß man nicht. Genau. Also meine Lieben, ich würde sagen, wir hören doch den Lie to Me mit Veronika Fusaro hier vor ein paar Minuten aufgenommen und jetzt bei euch auf euren Soundblaster, Kopfhörer, Lautsprecher, TVs, wherever you hear that. If I told you not to leave, would you turn and look back to me? Back to me. And maybe if you'd stay, we could try to dream away the day. It's way too bright, it's fulfilled with lies anyway. But not the dreams, you could show me how to wink. How you wink? I love you so, I was away. Something is telling me that you might escape. So, lie to me, lie to me. Tell me all your stories. Hope you find some glory, baby. Lie to me, lie to me. Don't need to be sorry. You ain't gotta worry about me. Don't behave. This foggy room suits you so cool. I wish these nights would be longer. Oh, there's something about your face. Let me frame it just in case that you disappear. Please don't disappear. It's way too cold outside. So wait for July.
until the light to be light to me. Tell me all your stories, hope you find some glory, baby. Light to me, light to me. Don't need to be savvy, you ain't gotta worry about me. Ja, also Veronika mit Verstärker, Gitarre und ihrer wunderbaren Stimme mit ihrem Song Light to Me. Wenn man sich lassen belügen, obwohl das eigentlich vielleicht nicht das Idealste wäre, aber wir möchten das gerne, weil es halt vielleicht gleich besser ist als die Wahrheit manchmal zu fahren. Dann befindet man sich manchmal, jetzt kommt ein kleiner hoppriger Übergang auf einem Rollercoaster vom Leben. Ja, ist vielleicht ein bisschen awkward jetzt, aber du hast noch einen anderen Song, der heisst Rollercoaster. Der ist die Single vor dem Light to Me gewesen, oder ist die das ist jetzt die aktuelle Single? Das ist die zweite Single, die im September oder so. Ja. Nicht mehr, wenn das ist. Aber es ist echt die zweite Single. Genau. Ja. Genau. Und Rollercoaster geht ein bisschen ums Auf und Ab. Und wie ist der entstanden? Rollercoaster ist wirklich der klassische Liebessong. Er ist sehr simpel. Vom Text her. Einfach wirklich, hey, so ist es und so fühle ich mich. Und du triffst mich zum Wahnsinn, aber ja, dich gleich noch gerne. Ja, genau. Das ist wirklich das. Und geschrieben, das ist der letzte Song, den ich geschrieben habe für die EP. Okay. Anfangsjahr 19, also ja. Dieses Jahr. Und dieser Song ist mir wirklich sehr ring gegangen zum Schreiben. Nur mit der Gitarre, die Chords und den Text geschrieben gehabt. Und dann bin ich mit dem ins Studio, zum Paulo Duffy. Ja. Und ja, ich habe wirklich schon sehr genau im Kopf gehabt, wie ich es habe, mit dem Motown-Vibe und alles. Und es war umso cooler, als ich es dann auch wirklich so gehört habe. Weißt du, wenn der Song dann am Schluss so wird, wie du dir vorstellst, ist so ein befriedigendes Gefühl. Der Bühne Huber hat im letzten Interview vom letzten Album, das ich mit Patent Doxen rausgegeben habe, hat er gesagt, dass es eben ehrlich bis auf Gummibaum bei jedem Song sei so gegangen, dass, wo er den habe, weil er sich ab dem Himmel gefallen. Er hat gewusst, das ist es jetzt. Ja. Ist das bei dir auch so? Anders wie andere Songs, die du hast geschrieben? Das Ding ist, wenn ich Songs schreibe, bin ich recht selektiv im Prozess. Ich merke recht schnell, wenn etwas einfach nicht gut wird sein oder einfach mir nicht gefällt. Mhm. Und entsprechend bin ich dann nicht die Künstlerin, die am Schluss 20 Songs hat und dann kann sagen, okay, die 10, die kommen auf das Album, wo die sind super. Mhm. Und die anderen habe ich nicht gern. Ich habe das schon vorher gesagt. Mhm. Aber der Moment, wenn man merkt, dass der Song sich eben, dass er jetzt fertig ist und dass er sich richtig anfühlt, das ist ein sehr cooles Gefühl. Und das habe ich bei allen Songs, die ich rausgelassen habe. Mhm. Durch das, dass du eben sehr viele eben gar nicht, also entwickelst du die dann gar nicht weiter, weil du merkst ja irgendwie, das ist vielleicht nicht so das. Die gehen auch nicht, die werden nicht fertig produziert, die gehen auch wie beim Prince irgendwo in den Studios, in die Hunderten von Songs, die nach seinem Ableben irgendwann noch vorkommen, sondern die existieren bei dir gar nicht mehr. Die sind einfach auf meiner Festplatte und weißt du, vielleicht wie zum Beispiel bei Light to Me finde ich den Refrain super genial, ja, genau. Aber alles andere stimmt einfach noch nicht. Und ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Voll, entweder ist es das und das verkopft etwas daran, hilft eben auch nicht und dann lasse ich es einfach lieber sein und ein paar entdecke ich wieder und finde nachher passend, aus was auch immer für einen Grund, vielleicht weil ich genug ergänzende Erfahrungen gesammelt oder Gedanken zu fertigen können führen für mich, in mir selber und dann ist es ein guter Song am Ende vom Tag, aber ja. Genau, also zum Beispiel ein guter Song wie der Rollercoaster. Jetzt haben wir schon wieder gelaffert und gelaffert, wir zwei. Und wir spielen euch jetzt Rollercoaster vor. Viel Spaß. Yeah, yeah. A mess at first sight. Only way to describe.
How we met, it was cold and rainy, boring and late Friday night. When you arrived, what a sweet delight. That I felt for the boy down the block who looks at what I dropped, but I was just a little bit wrong about you. Figured you out. Now I'm a little bit lost without you. Little bit lost. Go away, pull me close. Let the waves kiss in the coast. You keep it thrilling, you come and go. Will you say what you want? Sugar and spice, a little too nice. An already written narrative, pretty old manuscript, going through the dice. And then sometimes I get this feeling that maybe we could elaborate. Learn the loving and the healing, but some things make me hesitate. Like, I don't really trust the way your dimples show when you're smiling, carefree, the fat though. It is kinda nice how the world shuts down when our eyes are calm. Please go away, pull me close. Let the waves kiss in the coast. You keep it thrilling, you come and go. Before you say what you want, Rollercoaster von der Veronica Fusaro, hier live im Studio eingespielt, früher heute am Nachmittag, da bei uns zu Bern und bei uns Besuch jetzt hier im Interview. Wir reden über ihre Songs oder über drei von ihren fünf Songs, die auf der neuen IP Sandkist sich finden, die bereits rausgekommen ist. Also die können jetzt streamen, abladen, kaufen, auf Vinyl. Wir haben ein Exemplar bekommen. Ich habe gelesen, dass Vinyl jetzt inzwischen, glaube ich, mehr Verkäufe generiert als CDs. Halleluja. Wirklich? Ja. Krass. Ja, ich glaube, im 19. wird das erste Mal der Fall sein. Ja. Gut, es werden einfach nicht mehr viel CDs verkauft, weil viele streamen und downloaden. Klar. Aber trotzdem, ja. Vinyl ist wie das Buch, das bringst du nicht weg. Es ist schön, das freut mich sehr. Ja, mir auch. Es ist wirklich. Also, es ist halt, es macht auch etwas anderes her. Es ist übrigens auch ein sehr schönes Artwork. Merci vielmals. Ja, wo ist das? Das hat sich noch niemand gefragt. Wirklich nicht? Wirklich nicht? Oder vielleicht. Okay. In Frankreich? Nein, auf Mallorca. Auf Mallorca? Voll. Wir haben, ja, das Kopf, ich habe im Kopf das Bild vom Strand, ja. Aber nicht. Nicht so. Vielleicht, wenn du sehr Strand denkst, siehst du so Hochzeitsfotos, eine Party, was auch immer. Bikini. Aber einfach das nostalgische Gefühl vom Meer finde ich mega schön. Mhm. Und entsprechend, wenn wir ein bisschen schwenken kommen zur Jahreszeit, das war Frühling, sind wir innerhalb von 4 Tagen haben wir das entschieden. Ein Fotograf, der Nils Sandmeier, merci für mal, Charles, ist gekommen und Make-up organisiert haben wir dort. Und es hat recht schöne Ecke auf dem Mallorca. Ja, habe ich gemerkt. Ja, ja. Ich habe mir das leider nur sagen bis jetzt, ja. Aber ich will es unbedingt auschecken. Wir haben noch einen Song und der heisst, jetzt habe ich lange geübt, Hello Old Friends. Genau. Erzähl mir doch ein bisschen von dem, wer ist da gesprochen? Hello, old friend ist inspiriert von einer Situation, als ich in einen Bus gestiegen bin. Und dann habe ich ganz hinten auf der letzten Bank eine Person gesehen, die ich mega gut kennt. Und ich wollte Hallo sagen und dann merke ich so, kurz vor dem Hallo sagen, ich kenne die Person überhaupt nicht mehr. Und ich habe sie wirklich sehr, sehr gut gekannt. Und dann bin ich irgendwie so in einer komischen Situation gewesen, wo ich so viel zum Ansprechen hatte, aber irgendwie ist es komisch und es ist ein Bus und dann habe ich dann nicht Hallo gesagt. Und, du hast dann nicht Hallo gesagt? Nein. Das wäre jetzt noch Gelegenheit zu sagen. Ah,
Hallo. Hello, old friend. Es ist jetzt ein Song geworden. Halt. Schön. Also wir hören Hello, old friend von der Veronica Fusaros. Sie heisst Sunkissed und hier kommt Hello, old friend. Hello, old friend, how have you been? It's been a little while since we met. Did not intend to ever ask you again, but since you're living in my head. I used to try to forget all the good times that we had. I won't judge, I'm just wondering if you did. Or are you doing alright, living your sweetest life? Trust me, I wish you nothing but the best. How could I lie? I was so close to call you sometimes. It took a while to see I'm hurt too. So let's just face the truth. You're no good for me, and so am I for you. How was your day? Are you still running away from the monsters under your bed? Well, I instead was reaching out for your hand, hiding words I never said. So I kept screaming for help, I wasn't being myself. I had issues on my own to overcome. How could I be there for you, even if I wanted to? Should have known that the end had just begun. How could I lie? I was so close to call you sometime. It took a while to see I'm hurt too. So let's just face the truth. You're no good for me, and so am I for you. I wish you had taken part in this conversation. To say it's high. Oh, I didn't have the patience, and my heart was racing, but instead I chose to pass you by, pass you by. How could I lie? I was so close to call you sometime. It took a while to see I'm hurt too. So let's just face the truth. You're not good for me, and so am I for you. How could I? I was so close to call you sometime. It took a while to just face the truth. You're no good for me, and so am I for you. You're no good for me, and so am I for you. You're no good for me, and so am I for you. Drei wunderbare Songs von der Veronica Fusaro, von ihrer neuen EP. Geht es auch so weiter, dass sie so anderthalb Jahre ein EP rauskommt von dir? Ich bin Albumfan, wirklich. Und ich glaube noch fest daran, dass einfach das Wert vom Album oder wie es los ist, das ist noch da. Und die richtigen, also die Fans, die Leute, die sich für deine Musik interessieren, schätzen das Album auch. Oder so geht es auch mir. Ich schätze das Album sehr. Das heisst eben wirklich
anlassen und dann hören von Anfang bis Schluss. Oh, ohne Zufallswiedergabe. Es geht gar nicht. Zufallswiedergabe. Einmal das erste Mal. Nachher kannst du machen, was du willst. Aber das erste Mal, wenn du das Album hörst, das ist von oben bis Sachen. Das hat ja seine Gründe, warum dass die Songs so nacheinander kommen. Voll. Und vielleicht ist es eben eine Geschichte, die du entsprechend musst, genau. Nur so verstehen. Ist das hier auch so? Aber bei der EP, jetzt bei diesem Konzept, für mich geht es eher um das Gefühl. Das, halt das Gefühl vom Sunkist, dass man das bittersweet, die nostalgische, das fröhlich und traurig sieht gleichzeitig, das findest du in jedem Song. Es geht eher um das Gefühl. Und das könnte möglicherweise bei der nächsten EP oder beim nächsten Album anders sein. Oder ist das etwas, ein Konzept, das findest du, ja, das gehört echt zu mir, das möchte ich so weiterziehen? Es ist im Fall ist wirklich eine Frage, von wie, was willst du machen. Also entsprechend setzt sich mit der Frage aus, willst du ein Konzeptalbum machen? Willst du die Geschichte haben? Wenn du was machen willst, machst du es. Wenn nicht, nicht. Also weißt du, ich meine, das ist ja das Schöne an der Kunst. Kannst du das machen, wo du Bock drauf hast. Absolut, absolut. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch sinnlos, wenn ich dir die Frage, auf was hast du Bock in den nächsten anderthalb Jahren? Das weißt du wahrscheinlich noch nicht, oder? Ich weiß schon, wo ich her will. Einmal nicht im Detail. Ich glaube, das ist nie gut, wenn du im Detail weißt, wo du her willst. Aber die soulige Welt und das Organische an Musik und das Selberschreiben, das sind auch Sachen und Elemente, wo ich sicher für im nächsten Projekt mir auch das Herz wieder nehmen. Okay. Vero, merci vielmals, bist du da gewesen. Du musst weiter. Immer gern. Always a pleasure. My pleasure. Veronika Fusaro in the house. Merci vielmals für den Besuch. Und dir hier hinter den Bildschirmen, schau dir das nächste Mal rein. Wenn dann wahrscheinlich Betsy wieder sagt, das klingt schon fast wie bei der Muppet Show, wenn sie Dr. Bob sagen hören, wenn sie Betsy sagen hören, ist der Music Talk auf dmd2produce.hitbrother.ch. Heute mit der Veronika Fusaro. Und mit mir. Merci vielmals. Und dem Alex. Tschüss.